Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem WAGO-Messestand. Neben mir steht der Michael. Mein Name ist Katharina und Michael kommt von der Firma Leaftech, unserem Partner. Hi Michael. Hallo. Michael, kannst du uns einmal kurz erläutern, wie ihr Gebäudebetreiber begleitet, ihre CO2-Ziele zu erreichen? Denn gerade so vor dem Hintergrund der Energiewende ist ja die Sanierung im Bestand ein wichtiges Thema. Ja, das kann ich sehr gerne machen. Im Endeffekt ist unsere Aufgabe, das Gebäude energetisch erstmal zu verstehen. Und das tun wir, indem wir über unseren digitalen Zwilling, hier habe ich mal einen mitgebracht, das Gebäude im Detail durchsimulieren. Soll heißen, wir erzeugen ein komplettes Replik des Gebäudes auf Basis von 2D-Plänen, der bekannten Materialeigenschaften und ähnlichen Datenpunkten, schauen dann im Detail, wie sich dieses Gebäude tatsächlich verhält. Soll heißen, wir simulieren raumseitig beispielsweise, wie sich Heizlasten im Jahresverlauf darstellen, können damit ganz genau verstehen, welche Aggregatgrößen man hat, wo Probleme auftreten und wo Optimierungspotenziale sind. Und diese Simulation, die man hier raumseitig sieht, führen wir nicht einmal durch, sondern 10, 20, 30 Mal für verschiedene technische Konfigurationen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich nachher weggehen von der Raumebene und schauen, wie ich das Gebäude jetzt energetisch ertüchtigen kann. Zum Beispiel lohnt sich für mich eine Photovoltaikanlage, lohnt sich für mich eine GEG-konforme Sanierung oder eine andere Maßnahme. Und das Ganze machen wir, indem wir den Absenkpfad, das sogenannte CRAM-Tool, verwenden. Hier sieht man einmal quasi ganz kurz die grüne Linie. Das ist der ermöglichte oder ich sag mal legale CO2-Ausstoß, den das Gebäude haben darf. Die schwarze Linie ist der aktuelle Pfad, auf dem sich das Gebäude befindet. Und das rote hier ist der Stranding Event. Das heißt, da sollte das Gebäude nie landen, diese Linien sollten sich nicht schneiden. Und um das zu schaffen, muss ich als betreibende Person verstehen, welche Maßnahmen ich wann anwende. Und genau das tun wir, indem wir hier durch die Simulation sehr genau quantifizieren, wie sich beispielsweise eine Photovoltaikanlage auswirkt, wie sich eine GEG-Modernisierung auswirkt oder wie sich auch kleine Maßnahmen wie zum Beispiel eine optimierte Lüftung nachher auf den Energiebedarf auswirken. Und wenn ich diese Daten habe, dann kann ich die Simulationsdaten mit Live-Daten oder Messpunkten, wie beispielsweise aus der WAGO Building Cloud, direkt vergleichen und sehen, ob mein Gebäude die aktuellen Bedingungen erfüllt, wie es performt und das Gebäude schon heute für die nächsten 20 Jahre nach vorne denken. Ja, alles klar. Danke erstmal für den Überblick hier an der Stelle. Was mich jetzt noch interessieren würde, wo bekommt ihr denn genau die Daten eigentlich für euer Modell hierher? Also wir nutzen verschiedene Datenpunkte. Zum einen natürlich die Informationen, die die betreibenden Unternehmen haben. Zum anderen nutzen wir Geodaten und dann nachher kombiniert die Informationen aus der zum Beispiel der WAGO Building Cloud, um diesen Vergleich zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch tatsächlich darstellen zu können und die Optimierungspotenziale darüber zu quantifizieren. Wenn es um Bauteilcharakteristika geht, nutzen wir den Wärmeschutznachweis oder wenn gar keine Daten vorhanden sind, stimmen wir uns mit den Besitzern, Bauherren oder Betreibern ab und suchen über Bauteildatenbanken die richtige Konfiguration für die Liegenschaft raus. Okay, alles klar. Dann besten Dank dir und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg hier auf der Messe. Dankeschön.